Hallo und herzlich willkommen bei Trumpet Scout. Heute geht es um Carbon-Trompeten. Ich möchte eine Carbon-Trompete mit einer, in Anführungsstrichen, gewöhnlichen aus Messing vergleichen. Jetzt denkt man sich natürlich, dieser Vergleich funktioniert am besten dann, wenn ich eine Trompete nehme und nur das Schallstück tausche gegen eines aus Carbon. Jetzt hat mir der Hersteller dieser Carbon-Trompete erklärt, ganz so einfach funktioniert das nicht. Denn dieses Carbon-Schallstück macht eine Anpassung des vorderen Teils der Trompete notwendig. Es gibt eine andere Mensur, es gibt andere Widerstände. Man muss mit diesem gänzlich anderen Bauteil Schallstück aus Carbon einfach umgehen, um den Widerstand für den Bläser so zu gestalten, dass ihm nicht gänzlich fremd vorkommt, in der zu groß, zu klein ist. Das heißt, man kann nicht einfach nur das Schallstück auswechseln. Dennoch möchte ich natürlich schauen, was bewirkt ein Carbon-Schallstück im Klang. Und deshalb werde ich jetzt heute einfach diese Dacarbo-Modell Tony Meyer vergleichen mit einer handelsüblichen und durchaus weit verbreiteten Challenger 1 von B&S. Bye.
kurzer Nachtrag zu den Da Cabo-Trompeten. Nachdem ich die erste Aufnahme mit der Da Cabo Toni Meyer gemacht habe, habe ich gemerkt, der Unterschied zwischen diesem Modell und dem mehr als 2000 Euro günstigeren Modell mit Teil-Carbon-Schallstück, der Unica, ist doch gewaltig. Es liegt gewissermaßen ein System dahinter, wurde mir erklärt. Man möchte mit der Toni Meyer wirklich quasi das Klassikpublikum ansprechen, das einen dunklen Ton wünscht, einen breiten Ton. Und mit dieser Unica zum einen wahrscheinlich die Preisbewussten, aber eben auch die, die es gern schärfer mögen. Und deshalb will ich ganz kurz noch demonstrieren, wo der Unterschied zwischen diesen beiden Trompeten klanglich liegt.